liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute zur 19. Bürgersprechstunde mit Herrn Berger heute wieder an meiner Seite. Herzlich willkommen erneut hier im Studio. Wir haben wieder sehr viele Fragen bekommen. Es wird halt eine recht lange Sprechstunde. Sie haben auch aber immer noch die Möglichkeit, Ihre Fragen an bürgerdialog@muldental.tv einzusenden. Wir haben ja uns schon recht häufig gesehen beim Thema Corona, Impfstrategie. Heute sind wir dann doch wieder bei der Bürgersprechstunde, würden aber doch mit der Impfstrategie nochmal anfangen. Die Stadt hat jetzt eine Impfkoordinationsstelle errichtet. Wie läuft die Arbeit hier an? Eigentlich recht gut. Wir hatten, in Grimma haben wir ungefähr 3.080 Bürger. Das war unsere Kalkulation. Kann man einige abziehen, die vielleicht sich anders da behelfen könnten. Und da ist es jetzt so, dass wir ungefähr in den letzten Tagen aufgenommen haben, schätzungsweise 250 bis 300. Das sind aber wirklich die, die sich nicht selber helfen können. Ich möchte das gleich mit einer Bitte verbinden. Und zwar, wir sind wirklich gern bereit zu helfen, aber all die, die sich selber helfen können, insbesondere die, die sich schon selber angemeldet haben, nicht zu uns kommen, das ist jetzt passiert, und haben gesagt, okay, hier ist mein Zugangscode, bitte manage das für uns. Das geht nicht. Das funktioniert bitte, nicht. Bitte, dann bleibt dran, macht das weiter. Und wir haben jetzt auch ein paar technische Dinge, die zu klären waren mit der E-Mail, alles gelöst. Also, das läuft ganz gut. Wir warten jetzt ab, bis der Impfstoff bereitgestellt wird und dann würden wir aktiv werden. Wir sollten davon ausgehen, das Ganze wird ja noch 4 bis 6 Wochen dauern. Deswegen vertraut uns da, wir melden uns und wir kämpfen ja in Grimma noch darum, dass hier ein Impfzentrum herkommt in die Region, hoffentlich nach Grimma. Und wenn das gegeben werden würde, dann wird es sowieso alles einfacher für uns werden. Dann brauchen wir nicht nach Brunner zu fahren, sondern würden dann in Grimma impfen und... Das wäre natürlich eine Riesenchance und eine Riesensache. Und dann sind wir auch mit den Hausärzten im Gespräch. Gegebenenfalls, wenn jemand der Meinung ist, Hausarzt wäre besser oder wenn die dann soweit sind, dann wird man sogar vielleicht das Management für die Hausärzte machen, wenn die einen Impftag einrichten. Und da sind wir noch mit den Hausärzten im Gespräch. Also wir sind dran, es läuft. Und da bin ich auch stolz drauf, dass wir so viele mitarbeiten im Hintergrund. Das ist vielleicht eine wichtige Botschaft. Ansonsten muss ich sagen, zu Corona an sich, ich muss da mal aufpassen, dass ich mich da fast nicht hier in Rage rede, weil man kann eigentlich bloß noch den Kopf schütteln, was hier nicht funktioniert. Ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierher gelesen, dass jetzt Sputnik 5, dieser russische Impfstoff, über den alle eigentlich so gelacht haben, der hat eine Wirksamkeit von 91%, ist auch international jetzt geprüft worden, ist eben nutzbar. Und jetzt denken wir drüber nach, über den Impfstoff vom bösen Putin, den zu importieren, weil wir es selber nicht leisten können. Und ich muss sagen, es ist aus meiner Sicht schlicht ein Skandal, wie die EU hier versagt. Ich habe gestern gerade unsere Schwägerin aus England, die sagte mir, in England, das läuft super. Die sind ja, glaube ich, auch schon bei 20-30%. Und da wird den ganzen Tag bringen die dort im Prinzip Frau von der Leyen als die Galionsfigur des europäischen Versagens beim Impfen und freuen sich natürlich, dass sie den Brexit erfolgreich hinter sich haben. Es ist ein Skandal, was hier eigentlich passiert. Das muss ich klar sagen. Und wenn ich dann auch diese Diskussion höre hier mit, wir haben ein schlechtes Erwartungsmanagement gehabt. Was ist denn das für ein Gesülz? Man hat einfach den Mund voll genommen, man hat im Prinzip den Leuten ein Jahr lang erzählt, wenn der Impfstoff kommt, ich kann mich noch erinnern, Frau von der Leyen, auch die Bundeskanzlerin, alle hier, unsere Sozialminister, der Impfstoff kommt, jetzt wird alles gut. Alles besser. Und jetzt gibt es 8 Wochen lang keinen Impfstoff. Ja. Die Zentren stehen da, stehen leer. Es ist ein Totalversagen. Und wenn wir jetzt noch den russischen Impfstoff importieren, dann muss ich sagen, dann sind wir die Lachnummer der Welt geworden hier. Ich finde das skandalös, ich bin da einfach nur entsetzt. Schlimm. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Wir versuchen für unsere Ü80-Leute alles richtig zu machen, denen zu helfen. Ich bin da auch mehrfach angeschrieben worden mit, das ist Euthanasie und das ist irgendwie Holocaust. Mal ganz kurz dazu, Ü80. Ich gehe davon aus, dass in dem Fall die Familienplanung abgeschlossen ist und dass die Fruchtbarkeit keine Rolle spielen mehr sollte. Und 90% derer, die hier sterben an Corona, sind über 70. Also wenn wir die Leute jetzt zum Impfen bringen, machen wir, denke ich mal, alles richtig. Und das hat auch nichts mit Euthanasie zu tun, das ist einfach nur alles Quatsch. Insofern stehe ich dazu, wenn wir die irgendwann mal impfen, nächsten 4 bis 10 Wochen, wenn wir das hinkriegen, dann haben wir erstmal alles mit Sicherheit richtig gemacht. Ich würde dennoch gerne nochmal an das Impfzentrum zurückkommen. Für den Landkreis ist jetzt ein weiteres in Planung. Da stehen jetzt Wurzen und Grimma auf der Agenda. Wann wird denn da eine Entscheidung getroffen? Keine Ahnung, wir sind da auch im Gespräch. Wir versuchen natürlich alles, um hier in Grimma die optimale Immobilie zu finden, weil das, denke ich, für uns als Grimma unglaublich wichtig ist, dass wir nicht ewig durch die Gegend fahren müssen. Aber das entscheiden zum Schluss andere. Wir sind dran. Ich hoffe, sage ich ganz bewusst, das wird keine politische Entscheidung. Nicht, dass da irgendwelche parteilichen Dinge im Hintergrund eine Rolle spielen. Grimma ist, denke ich mal, hier der zentralste Ort und deswegen auch der größte Ort und deswegen spricht sich auch vieles für uns, aber das muss man dann sehen. Ich hoffe, das geht nach Objektiven.
Die Entscheidung beim Landkreis ist wohl getroffen worden, in Absprache mit dem Sozialministerium, dass es eins geben wird. Ich hatte ja die Zahlen schon mehrfach genannt, habe das auch letztens in der Gesprächsrunde mit allen möglichen Leuten. Es kann nicht sein, dass eben in Thüringen, so dieser Vergleichsfall, auf 70.000 Einwohner ein Impfzentrum kommt und in Sachsen eben auf 300.000 Leute. Das kann nicht sein, das muss einfach schneller gehen und das fordern wir ein. Und das scheint auch jetzt Bewegungen zu geben. Wo das hinkommt, auf jeden Fall in den ehemaligen Bultentalkreis, ich hoffe nach Grimma. Schauen wir mal. Kommen wir zum Thema Lärmschutz. Die Fragensteller haben im Jahr 2019 in Beiersdorf ein Haus gebaut und schon lange kursiert das Gerücht bzw. die Idee der Schallschutzmauer an der Autobahn A14 für Beiersdorf und Hohenstedt. Sie würden sich sehr darüber freuen und begrüßen natürlich im Namen aller Bürger eine Umsetzung. Wie ist da der Stand? Wird das mal umgesetzt werden? Ja, die Sache ist relativ einfach zu erklären. Und zwar, die A14 hat ja Bestandsschutz. Also wir haben das mehrfach eingefordert beim ehemaligen Bundesbahn, Autobahnamt, wie auch immer das heißt, Bundesautobahnamt. Jetzt ist es ja die Autobahn GmbH, der Herr Scheuerer hat das ja alles dort umstrukturiert. Und es ist so, die sagen einfach, egal wie die Zahlen sind, es hat Bestandsschutz, wir werden dort keinen Lärmschutz anbringen. Okay. Es gab mal die Idee, das haben wir auch mit dem Gutachten versucht zu unterlegen, eventuell eine Finanzierung eines Lärmschutzes herbeizuführen, indem wir dort Solarpaneele quasi an die Autobahn stellen. Zumindest auf der südlichen Seite. Die A14 ist ja eine Autobahn, die, deswegen hat es auch eine gerade Zahl übrigens, das hängt ja damit zusammen. Weil sie von oben nach unten geht. Nee, alle Nord-Süd-Autobahnen, die haben im Prinzip eine ungerade Zahl, alle Ost-West haben eine gerade Zahl. Dann machst du rum, ja. Und im Prinzip die Einstelligen sind europäisch, haben eine europäische Bedeutung, die Zweistelligen eine nationale Bedeutung und die Dreistelligen bloß eine regionale Bedeutung. Also man kann im Prinzip ablesen aus der Zahl, wie die Autobahn läuft. Unsere ist die A14, also das heißt Ost-West und deswegen wäre die ja eben solar geeignet. Und es gab mal eine Idee, gemeinsam mit dem Steinbruchbetreiber, dass der vielleicht Abraum dahin schüttet. Wir hatten sogar mit dem Autobahnamt gesprochen, aber das ist dann aus irgendwelchen formalen Gründen nicht zum Tragen gekommen. Also die Wirtschaftlichkeit dieser Anlage, die müssten wir selber auf die Beine stellen, das ist ja ein Millionenprojekt. Und wenn man das nicht über Solaranlagen gegenfinanziert, wird das Ganze nicht stattfinden. Das der Bund selber wird es wahrscheinlich nie finanzieren. Das ist der Stand, aber das ist auch schon 5 oder 10 Jahre her. Es gab jetzt nochmal durch eine Initiative aus dem Mutschenraum nochmal ein paar Gespräche. Da war jemand bei mir, das hatte ich dann vermittelt. Die kommen auch nächste Woche nochmal. Aber mal sehen, also dieser energetische Finanzierungsansatz scheint das Einzige zu sein, wo die Sache eigentlich dann doch tragen könnte. Aber also kann doch noch was passieren, aber vermutlich eher schlechte Prognose. Das klingt nicht so gut. Kommen wir zur Parkplatzsituation. Auch da hat sich jemand, sagen wir, beschwert in der Innenstadt. Sie ist Anwohnerin der Innenstadt von Grimma und stellt sich jeden Tag aufs Neueste die Frage, wo kann und darf sie denn heute parken? Sie sieht sich durch die Bußgelder schon als kleiner Sponsor der Stadt. Sie weiß, dass sie da auch nicht die Einzige ist, die sich über dieses Problem ärgert und seit Jahren schimpft. Sie würde gern auch für einen bestimmten Preis einen Bewohnerparkschein für die Straßen der Innenstadt bezahlen. Und auch jetzt zu Corona-Zeiten, in denen man doch mehr zu Hause ist und die offenen Parkplätze besetzt sind, werden die Strafzettel auch immer mehr. Bitte kümmern Sie sich auch um diese langjährigen kleinen Probleme, sagt sie. Wie kann man das angehen? Erstmal vielen Dank für das Sponsoring der Stadt. Schön. Eins ist dazu klar zu sagen, für uns bleibt das, egal wie heftig da unsere Politessen unterwegs sind, immer ein Verlustgeschäft. Also es ist nicht so, dass wir daran Geld verdienen, sondern man hat zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Entweder man gibt das völlig frei und hofft auf die Vernunft der Leute oder man versucht eben das Ganze zu steuern. Und in Grimma ist ein Verkehrskonzept gemacht worden und es ist einfach so, wenn wir das freie Parken erlauben würden, dann würde im Zweifel, ich würde es hier bewusst, ich muss mich verfremden, dann würde im Zweifel die Verkäuferin vom Laden X beim Laden Y stehen, die Verkäuferin vom Laden Y würde vom Laden X stehen. Und wir haben mal probeweise das ausgesetzt, mal eine Zeit lang. Das Ergebnis war, dass genau die, die gefordert haben, bitte in Zukunft im Prinzip nicht mehr zu kontrollieren, die waren, die gefordert haben, dass wir wieder kontrollieren sollen, weil es herrschte die blanke Anarchie. Mit Vernunft ist der Sache nicht beizuwohnen. Auch die ganzen Diskussionen um die Verkehrsschilder und diese Bewohnerausweise und so weiter ist eigentlich ganz oft schon diskutiert worden. Ich bin gern bereit, am besten mal vorbeikommen. Wenn sie Ideen hat, die Akzeptanz, die Zeit ändert sich auch, der breiten Masse hat, können wir gern drüber reden. Aber das ist ein ganz sensibles System. Wenn man da einmal eingreift, wird es ganz, ganz schwierig. Können da neue Parkplätze irgendwo geschaffen werden? Ich denke, so schlecht sieht es ja gar nicht aus. Ich meine, einerseits sagen wir immer, die Innenstadt muss belebt werden, andererseits fehlen uns irgendwie die Parkplätze. Keine Ahnung, also je nachdem, wie man das sehen möchte, ich denke, wir sind so schlecht nicht aufgestellt. Jetzt kann ich sagen, okay, Volkshausplatz, da heißt sofort, ja, das sind ja mindestens 100 Meter, die ich laufen muss. In manchen Städten sind 100 Meter wahrscheinlich nichts, in Grimma ist es unglaublich viel, da
ist übrigens auch der Anspruch der Leute, ich muss vor meinem Haus, steht mir ein Parkplatz zu, auch der trifft nicht zu. Es gibt, die Diskussion haben wir oft, es gibt eine ganze Menge Leute, die parken vorm Haus, obwohl sie eigentlich in den Hof fahren könnten, machen sie nicht, weil es bequemer ist. Das ist kein Anspruch. Also man muss das schon sehr individuell sehen, einfach am besten mal vorbeikommen, wir können gerne mal drüber reden. Oder telefonieren, es ist übrigens, gerade Corona. Es ist übrigens ständig in Diskussion, ne? Muss sagen, das ist kein Einzelfall, die Anregung haben wir ständig, wird auch aufgenommen, wird diskutiert, da setzt man dort mal ein Verkehrszeichen hin, nehmen eins weg, das ist ein dynamischer Prozess. In den letzten Jahren wurde recht viel besonders im letzten Jahr in das Thema Digitalisierung gesteckt, auch bei den Schulen. Dort wurden auch zahlreiche Laptops angeschafft, die an die Schüler verliehen werden oder wurden. Inwiefern erfolgte dort die Verteilung der Laptops oder wie wurde das angenommen? Okay, es ist so, wir haben natürlich auch die Lücke genutzt zwischen den beiden Lockdowns, um schnellstmöglich die Schüler auszustatten. Es ging natürlich darum, insbesondere die sozial Schwachen mit Endgeräten auszustatten. Da gab es Fördermittel, gab es auch eine Richtlinie. Inwieweit das jeder Schulleiter gehandhabt hat, weiß ich nicht. Natürlich ist es so, übrigens die Dinger sind ja hochgeschossen im Preis, die haben sich nahezu verdoppelt, wenn du überhaupt eins bekamst, einen Laptop. Wir haben ja da größere Mengen eingekauft. Es gab da in einigen wenigen Fällen, muss ich sagen, Diskussion. Ich weiß, es sind auch einige an mich herangetreten. Es muss einen Fall gegeben haben, wo jemand, der eigentlich dort sozial nicht gerade zu den Schwächsten gehört, gleich zwei Laptops sich da bestellt hat für seine Kinder. Und das hat ein bisschen Diskussion gegeben. Aber da müssen wir der Sache eben doch mal nachgehen. Ich weiß, aber das sollte man jetzt auch vorsichtig sein im Prinzip mit irgendwelchen Behauptungen. Muss man einfach mal prüfen. Ich schließe das nicht aus, dass da einige über die Stränge geschossen sind. Aber es wäre natürlich auch enttäuschend, weil es ist wirklich für die sozial Schwachen gedacht, damit jedes Kind auch am Homeoffice teilnehmen kann. Wie kann man sich denn da an wen wenden? Wenn man dort also wenn jemand dann einen konkreten Hinweis hat und einen Fall hat und sagt, die haben, gerne zu mir kommen. Also wir werden rigoros diesen Ding nachgehen, wenn sich da jemand bereichert hat. Ja, da sind wir natürlich gnadenlos. Beziehungsweise eher die Bedarf haben, die können sich dann an die Schule oder an die Stadt wenden? Natürlich, wer Bedarf hat, es sind natürlich, auch wenn Kinder dann die Schule verlassen und so weiter, laufen auch wieder Endgeräte oder es gibt Geräte, die zurückkommen. Also zum Direktor gehen, sagen, ich brauche ein Gerät, müssen wir sehen. Ich glaube, kaufen kann man fast gar keine mehr. Der Markt ist wirklich leergefegt. Sachen gibt's. Kommen wir zum Breitbandausbau. Nur noch bis zum Ende Februar können antragsberechtigte Grundstückseigentümer den Gestattungsvertrag mit der Stadt für ihren kostenfreien Hausanschluss stellen. Hat sich dort der Großteil bereits zurückgemeldet oder ist da noch Bedarf? Da sind wir jetzt gerade nochmal aktiv geworden und zwar stand vor 14 Tagen waren etwa, dass, um ein paar Zahlen zu nennen, von den ca. 29.000 Krimmern, dass sie nach aktuellem Stand, wir reden ja jetzt über Haushalte, ungefähr 5.500 Haushalte unterversorgt. Davon, sagen wir, 80% im ländlichen Raum. In Krimma selbst ist es eigentlich Hohnstedt. Die haben eine Unterversorgung und dann eigentlich die ganzen kleinen Ortsteile. Unterversorgt heißt eben diese berühmten, die Unterschreitung der berühmten 30 Mbit pro Sekunde. Das kann jeder für sich prüfen. Und das sind ungefähr 5.500. Von diesen 5.500, da sind wir ja intensiv im Gespräch, wir haben ein Problem. Wir konnten leider diese Bürgerveranstaltung in den ganzen Ortsteilen nicht machen durch Corona. Und das ist blöd, weil ich hatte es ja schon mehrfach erklärt, die Vodafone ist jetzt quasi fördermittelbedingt beauftragt, das alles zu klären. Und die sagt natürlich, hier ist der Antrag bzw. der Vertrag, unterschreibt den, dann baut ihr die Stadt Krimma den Glasfaseranschluss kostenlos bis ans Haus. Und hier sind die Verträge mit der Vodafone. Man muss nicht zwingend mit der Vodafone einen Vertrag abschließen, um kostenlos von der Stadt Krimma diesen Glasfaseranschluss zu kriegen. Wichtig nochmal für alle, nutzt die Gelegenheit. Geht auf die Homepage von Vodafone, das könnt ihr alles nachlesen, oder auf der Homepage der Stadt, an Herrn Pufka wenden, bitte unterschreibt jetzt zeitnah diesen Vertrag. Momentan Stand, das war Ihre Frage, ist es so, dass von diesen potenziell 5.200 ungefähr 2.000 unterschrieben haben. Wir werden jetzt nochmal aktiv, ich mache nochmal ein Schreiben an alle, die sich bisher nicht gemeldet haben. Ziel ist es, ungefähr auf diese zwei Drittel zu kommen. Wir werden aber, das ist die gute Nachricht, das Netz sowieso bauen. Wir machen das nicht so wie die anderen Städte, die jetzt das quasi dieses Wirtschaftlichkeitslückenmodell haben und der private Betreiber sagt oder Eigentümer, ich baue nur, wenn genügend mitmachen. Diese 40% spielen keine Rolle. Das Ding wird auf jeden Fall neu gebaut. Problem ist nur, es kann sein, wenn wir eine Straße haben mit 10 Anlegern, die unterversorgt sind, die einen Antrag stellen, kriegen es kostenlos und die anderen müssen in 3 Jahren
3.000 bis 4.000 bis 5.000 Euro dazu zahlen. Das ist ein echtes Geschenk. Jeder sollte sich hier anmelden, auch wenn er nicht zeitgleich einen Vertrag mit der Vodafone abschließt. Das ist ein offenes Netz. Man kann nicht alle Anbieter, die auf dem Markt unterwegs sind, aber sehr viele in Anspruch nehmen. Das ist, denke ich, mal eine wichtige Botschaft. Deswegen die Bitte, nehmt das wirklich ernst, nehmt das mit. Ein praktischer Hinweis noch, wenn jetzt die Leute das checken, kannst du ja machen mit einer App, und feststellen, die haben eine Unterversorgung, heißt das noch nicht, dass sie in Anspruch haben, sondern bitte prüfen, ob nicht ein anderes Glasfaserkabel von einem anderen Anbieter vom Haus langläuft. Kann das in Hohenstedt auch der Fall sein? Weil dort haben wir jetzt einen speziellen Fall, spezielle Anfrage bekommen, dass einer dort unterversorgt ist, aber wohl doch keinen Anspruch genau. auf das Kosten. In Hohenstedt oben, da gibt es so Fälle, Nordstraße, so einen Fall, haben doch Leute angerufen. Straße. Welche? Wettnickerstraße. Kann sein. Dann liegt vielleicht von einem anderen Anbieter ein Kabel davor. Dann müsste der theoretisch sagen, ich nehme jetzt den anderen Anbieter. Da der Fördermittelgeber sagt, Moment, der hat ja ein Glasfaserkabel. Deswegen kriegen wir für den keine Fördermittel. Das ist also ist eine gewisse Ungerechtigkeit, ist ja im System. Ist aber so, wir versuchen jetzt schnell über das stadteigene Netz alle mitzunehmen. Bitte melden. Die Chance kommt nie wieder. Es ist wirklich geschenktes Geld. Und geht nur noch bis Ende Februar oder gibt es noch Hoffnung? Ja, wir sind natürlich dran, versuchen die Anträge zu verlängern. Beim Fördermittelgeber müssen wir sehen, das ist nicht einfach. Aber bitte macht mobil, Leute. Lasst euch das Geld nicht entgehen. Das ist, wir müssen es dann zurückzahlen letztendlich. Das wäre schade. Gut, Thema Glasfaser abgehakt. Kommen wir zum Aldi-Markt. Den hatten wir ja lange nicht mehr, weil es ja jetzt offen steht jetzt. Er begrüßt seine Kunden nun schon seit bereits 2 Monaten. Das Gebäude zur Langen Straße ist jedoch noch leer. Ein Fleischer war da wohl im Gespräch. Wie ist dort der Stand? Durchaus positiv. Also ich frage auch immer nach bei dem Betreiber. Corona hat in dem Fall doch einiges verzögert, muss man so sagen. Da sind ein paar Entscheidungsprozesse jetzt noch abzuwarten, die mussten teilweise zumachen. Dann gab es auch die afrikanische Schweinepest, die spielt eine Rolle in dem Metier. Die haben es nicht ganz so einfach, die tun sich schwer jetzt festzulegen und sagen, so ist es. Ich weiß aber, dass da im Hintergrund ganz viele Gespräche laufen. Ich bin eher optimistisch, Stand heute vielleicht 70-30, dass es klappt. Oder 60-40, ich sage vorsichtig, aber 60-40. Okay, aber dann wird die Innenstadt hoffentlich weiter belebt dann. Ja, ja. Also wenn das kommt, das ist mit Sicherheit sehr interessant für alle. Die Roggenmühle ist ja auch sehr interessant. Die Probleme hier sind aber über Jahre hinweg schon sehr groß. Die Kosten schießen dort auch in die Höhe. Die Fassade wird nun knallgelb, was einigen aufstößt. Warum die Farbgebung und wann wird dieses Projekt fertiggestellt sein? Also ich bin einmal in der Woche dort, war heute zufällig in der Nähe, bin vorbeigefahren zur Roggenmühle selber. Das ist natürlich von vornherein ist das so ein bisschen ein unglücklicher Bau gewesen, weil eben 3% noch standen und wir haben dann eben das Gebäude ringsherum gebaut. Wirtschaftlich war das nie so richtig, aber ich stehe dazu, es ist ein ganz toller Bau. Städteprägend eben mindestens wie das alte Seminar. Das dazu, wir hatten dort ein bisschen Pech mit ein paar Firmen. Da wird es sicher auch noch ein paar Auseinandersetzungen im Nachgang geben, auch Rechtsstreitigkeiten. Ich hoffe, dass wir ein paar Positionen durchsetzen können. Ein paar Schadensersatzforderungen haben wir schon durchgesetzt. Es ist natürlich in der jetzigen Zeit unglaublich schwierig, im laufenden Bauverfahren Firmen zu bekommen, muss man auch sagen. Der Markt ist ja völlig überhitzt. Ich gehe davon aus, das Ganze wird Mitte des Jahres fertig sein. Es hat sich also nochmal verzögert. Dadurch, dass die Pandemie ist, ist es natürlich so, dass die Nutzung jetzt nicht im März, April sein muss. Letztendlich könnte es auch bloß keiner nutzen. Das wird sich also ein bisschen verzögern. Ziel ist es, Mitte des Jahres komplett fertig zu sein. Und zur Farbe an sich, ich habe da lustige Schreiben bekommen. Also wie gesagt, das sieht aus wie ein Asia-Imbiss und was hat, gelbes Elend. Internationalisierung. Persönlich, das geht uns ja allen so. Und das ist ja auch ein dynamischer Prozess. Richtig schön fand ich das auch nicht. Ich war heute gerade dort. Und da muss ich sagen, ich habe mich jetzt so ein bisschen vielleicht dran gewöhnt. Und zwar, die Fassade dort, die ist ja... Da gibt es ja so glatte Elemente und dann so strukturierte Elemente. Und diese glatten, die haben schon, ich will nicht sagen die Dominanz, aber die sind schon sehr prägend. Und da im Prinzip nur diese innenliegende Strukturierungen dort gelb gestrichen werden, sieht das in der Summe so schlecht gar nicht aus. Ich habe mir das heute gerade vorbeifahren angeschaut. Oben ist das gelb. Gebt der Sache mal eine Chance. Dagegen tun können wir sowieso nichts, weil der Denkmalschutz diesen Befund hat und auf diese Farbe besteht. Wie gesagt, Geschmackssache. Vielleicht sind wir alle in 5 Jahren begeistert. Es ist so, wie es ist. Schauen wir mal. Corona, haben Sie angesprochen, macht es ja auch gerade für viele Unternehmen recht schwierig. Für zahlreiche Gewerbe ist die Situation dann ja auch besonders schwierig. Mhm. Traditionsunternehmen wie auch das Autohaus Linke zum Beispiel ganz aktuell sind jetzt zahlungsunfähig. Ein Antrag auf Sanierung in Eigenregie ist dort jetzt gestellt. So wird es sicherlich auch einigen anderen Unternehmen gehen. Was denken Sie, kommt da jetzt noch auf Grimma zu? Okay, also... Ich kann es ja bloß noch messen an der Gewerbesteuer, das sieht so schlecht nicht aus.
Grimma hat ja nicht die große Firma wie VW und Daimler, die gleich zumachen mussten, sondern wir haben viele kleine und die machen durchaus ihr Ding. Das läuft, es gibt auch Branchen, wo es richtig gut läuft, das brummt. Insofern bin ich da optimistisch. Das wird, klar werden wir Einbrüche haben, aber nicht in Dimension. Das ist Punkt Nummer eins. Die Gastronomen, die sind natürlich besonders betroffen. Es gibt ja Metiers, die Friseure, die Gastronomen, die hat es richtig gebeutelt, Fitnessstudios. Für die tut mir es leid, da können wir auch fast nichts tun. Um Autohaus Linke, da muss man aufpassen, dass wir auch die Bitte, vielleicht auch hier an die Runde, es ist eben nicht so, dass die in Insolvenz sind, wie das kolportiert wird, sondern die haben natürlich, die familiären Hintergründe sind bekannt, die sind ein bisschen ins Trudeln gekommen, weil eben, das ist ja schwierig, wenn der Geschäftsführer plötzlich weg ist und die Umstände sind eh schlecht. Und so. Ich habe gestern zufällig mit Uli Linke, ich wusste jetzt nicht, dass die Frage kommt, gesprochen. Die managen das und ich bin... Da würde ich mal sagen, mit 90-10 wird es das Autohaus Linke auch weitergeben. Das Falscheste, was jetzt passieren könnte, wäre, wenn so eine Hysterie entsteht, um Gottes Willen, hol dir deine Winterreifen ab und geh dort nicht mehr hin und die sind sowieso Quatsch. Die haben jetzt gerade aus verschiedensten Gründen ein Problem. Ich bin mir ganz sicher, das geht dort weiter und die sind nicht in Insolvenz und die haben den Antrag gestellt, wie sich das gehört, das Ganze jetzt in Eigenregie zu managen. Bitte gebt denen eine Chance, das ist ein, sag mal, alteingesessenes Unternehmen. Und ich denke auch gerade mit dem Uli Linke an der Spitze, das ist ein ganz erfahrener Mann, der wird das schon richten. Also ich bin da sehr optimistisch. Wird das Traditionsunternehmen dann auch weiter bestehen? Genau. Wir kommen noch zu einer etwas längeren Anfrage. Die wurde an die Stadtverwaltung gerichtet von verschiedenen Geflügelhaltern aus Mutschen. Da geht es um das Thema Vogelgrippe und den Gänsezuchtbetrieb Eskilzen. Da war ja zwischen Weihnachten und Neujahr doch einiges los. Die Geflügelhalter haben einige Fragen. Frage 1, wie wurden denn die zahlreichen Tiere getötet? Muss ich was dazu sagen? Ich habe das auch bekommen. Ich habe das auch da. Und zwar, ich bin angeschrieben worden, übrigens finde ich nicht so schön anonym. Das ist eigentlich auch kein Stil. Aber ganz offiziell unterschrieben mit die Geflügelhalter aus Mutschen. Ich habe das auch bekommen und die haben gebeten, dass ich hier im Muldental Fernsehen was dazu sage. Mache ich gern. Ich persönlich war ein paar Mal draußen dort, habe mir das angeschaut, weiß aber nicht, was im Intern passiert ist. Und die hier erhobenen Dinge, wie es wurden die getötet und so weiter. Ich habe die Amtsärztin angesprochen oder angeschrieben und die hat mir das mitgeteilt und ich kann es jetzt bloß nicht vorlesen. Also die sagt natürlich hier, tierschutzgerecht wurden die im Prinzip dann hier aus dem Leben genommen. Dann im Prinzip auch dieser Vorwurf, dass da irgendwie Kot hier irgendwo aufs Feld verbracht wurde, die haben das, wird vehement bestritten, das wäre alles entsprechend hier den Gesetzmäßigkeiten erfolgt. Auch diese Geschichte da, ich glaube draußen in Roda oder was war, wo dann Sachen, die ist alles Quatsch, ich war nicht dabei, ich gebe es einfach mal so weiter. Also die Amtsärztin, die Frau Möller, die ist durchaus kompetent, die weiß das absolut von sich und in Richtung der anonymen Geflügelzüchter, wenn ihr was habt, was konkret Anlass zur Sorge gibt, an mich wenden, an die Amtsärztin wenden, gerne. Wir sind jederzeit bereit, der Sache nachzugehen. Aber ich sage mal, mit solchen allgemeinen Dingen, ich habe gehört, mein Nachbar hat gesagt und dann nicht mehr drunter schreiben, wer. Erstens kein Stil und zweitens, denke ich, relativ substanzlos. Aber alles, wie Sie sagen, tierschutzgerecht oder hygienegerecht. Ich gebe das so weiter. Landratsamt sagt, alles okay. Wenn es nicht so ist, bitte melden. Wir gehen der Sache auf jeden Fall nach. Aber dann muss es auch Substanz haben und vor allem auch muss der Name drunter stehen. Okay. Sie haben noch einige Punkte mitgebracht. Wäre jetzt so der letzte Punkt, die Infos aus der Stadtverwaltung. Haben Sie dort alles abgehakt? Gibt es noch was zu sagen? Ja, ein Thema, was uns kam heute gerade wieder rein, spannendes Thema für die Region. Es passiert ja unglaublich viel jetzt bei der Ausstattung mit Funktürmen im Handybereich. Also wir kriegen jeden Tag fast einen Antrag irgendwo rein. Heute gerade auf einen Ortsteil bezogen zwei Anträge mehr oder weniger. Das wirkt aus meiner Sicht ein bisschen unkoordiniert. Also wir, Funk ja, muss sein. Ich kann auch die ganze Hysterie oft nicht verstehen, wenn dann immer irgendwas erzählt wird. Wir wollen telefonieren, brauchen wir Funkmasten, Standorte müssen wir sehen. Unsere Einflussnahme ist da relativ gering. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass mittlerweile jede Firma für sich einen Funkturm bauen möchte. Das kann nicht sein. Das lassen wir auch nicht zu. Wir werden darauf bestehen, dass im Prinzip ein Funkturm und dann von allen Nutzern. Bitte wäre bloß, wenn jetzt, wir werden jetzt auf alle, ziemlich alle Ortsteile zukommen, wir brauchen dort im Prinzip eine klare Aussage. Manchmal ist das so ein bisschen Schwarze-Peter-Spiel. Telefonieren ja, aber gegen den Funkmast sind wir, aber hoffentlich kommt er. Aber dann wart ihr es. Das geht natürlich nicht. Also dann eine klare Ansage von der Bevölkerung, vom Ortschaftsrat und dann müssen wir sehen, was wir draus machen. Gut, damit sind wir am Ende unserer Sprechstunde angekommen. Waren heute doch recht viele Fragen. Schicken Sie dennoch gern weitere Fragen an bürgerdialog@muldental.tv. Die nächste Sprechstunde wird auch wieder am ersten Dienstag im Monat stattfinden, 2. März, dann auch wieder um 17.30 Uhr. Ja, und bis dahin wünschen wir alles Gute, bleiben Sie gesund und schönen Abend.
Genau. Und melden Sie sich weiter im Impfzentrum an, vielleicht als Bitte. Wir sind noch ein paar Tage, ein paar Wochen dort, aber werden das so ein bisschen runterfahren und dann werden wir das hier managen. Also ganz in Ruhe. Alles wird gut.